Hulerö, Freunde, na, wie geht's euch? Habt ihr Bock auf Monkey Island? Ich hoffe doch. Leute, wir waren beim letzten Mal hier im Anwesen der Gouverneurin bei Elaine Marley. Und Elaine Marley ist einfach die Top 1 Videogame-Waifu. Dann könnt ihr sagen, was ihr wollt. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Ich kann auch nicht durch dieses Loch da klettern, weil... weil... dann eben nicht. Tja, tschüss. So, gehen wir doch zur Tür, gehen wir raus. Ja! Ja, wo willst du denn damit hin, Thumbwind? Entschuldigen Sie, Mr. Scheintop, Sie stehen im Weg. Du brauchst wohl etwas Abkühlung. Gib mir dein Schwert. Oh. Das ist das Ende, du kleiner, nichtsnutziger Niemand. Die Tage, in denen du Ärger auf Millie Island gemacht hast, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneurin sind viel zu wichtig. Und viel zu weit fortgeschritten. Um einen möchtegern Piraten wie dich im Weg zu haben. Leb wohl, Mr. Spicecake oder Droopface oder wie dieser blöde Name auch war. Ah. Im Nachhinein betrachtet könnte das noch ein ganz guter Tag werden. So, jetzt sind wir unter Wasser. Tja, ne? Es gibt ein kleines Easter Egg. Das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil ich nicht die Zeit habe. Aber ich mache einen Speicherpunkt dafür. Ich nenne es einfach mal aufgequollen. Aufgequollen. Nicht mit den Fingern gleich zwei Knöpfe drücken. Das macht keinen Spaß. Also, Guybrush hat gesagt, er kann 10 Minuten unter Wasser überleben, ohne dass er Luft holt. Naja. Wenn man diese 10 Minuten verstreichen lässt, dann... na, dann war's halt mit ihm, ne? So. Geh zu rostiges Messer. Da komme ich von hier nicht ran. Metallsäge? Können wir uns das angucken? Rostig, aber scharf. Metallsäge macht einen scharfen Eindruck. Was ist denn mit dem Metzgerbeil hier? Komme ich von hier nicht ran? Scharf und gefährlich? Messerscharfe Schere, die ist besonders scharf. Axt, schwer und scharf. Und ein wertvolles Idol. Inzwischen sieht es wie ein wertloser Türstopper aus. Komm ich an ein Schwert? Nee. Na gut. Also wie gesagt, wenn ihr 10 Minuten hier wartet, dann war's das. Und dann ändern sich die Verben auch in geh auf, quill auf, verwese und all sowas. Aber es passiert leider nichts, wenn du drauf drückst. Naja. Nimm wertvolles Idol. Nehmen wir es mal einfach mit. So. Ich glaube, ich brauche ein Schwert. Das hier sollte ausreichen. Ist das eigentlich immer noch das gleiche wie vorher oder haben wir jetzt ein Downgrade gemacht? Nun, das war ja gar nicht so schwer. Nun muss ich lediglich das dumme Idol zu den Piraten bringen und... Du lebst! Gouverneurin! Hey, du kannst ja reden! Wer hätte das denn gedacht? Und was tun Sie hier? Wollen Sie die harte Arbeit beenden? Nein, 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 ich kam hierher, um dein Leben zu retten. Fester handelte gegen meinen Befehl, als er dich da reingeworfen hat. Naja. Sind Sie gekommen, um mich zu retten? Ich dachte, Sie mögen mich gar nicht. Nun, unser erstes Zusammentreffen war etwas seltsam. Du schienst Schwierigkeiten zu haben, ganze Sätze zu formulieren. Aber das haben die meisten meiner Bürger. Aber ich bin nur gar keiner ihrer Bürger. Ich bin Pirat. Ich bin nur ein Niemand. Ein Herumtreiber. Ein Möchtegern-Pirat. Wen hätte es gekümmert, wenn ich da unten ertrunken wäre? Oh, oh, die Nummer. Es hätte mich gekümmert, Guybrush. Oh, Gouverneurin. Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Oh, Schnuckelchen. Oh, Zuckerkeks. Oh, Mausezähnchen. Auch nicht Häschen. Küss mich. Nein, wir dürfen nicht. Was? Nicht hier, wo uns die anderen sehen können. Warum? Schießt du dich mit mir, oder? Nein, 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 das ist es nicht, aber... es haben mir schon so viele Piraten Anträge gemacht.
Um keinen zu verletzen, habe ich ihnen immer gesagt, dass ich meinen Vater versprechen musste, mich niemals in einen Piraten zu verlieben. Wenn sie uns gemeinsam sehen, wissen sie, dass ich gelogen habe. Okay, gehen wir zu dir. Gern. Aber beende die drei Prüfungen vorher. Ich möchte, dass du mir dann deine volle Aufmerksamkeit widmest. Ich habe auf einmal dieses Verlangen, die drei Prüfungen zu beenden. Schleunigst. Oh Mann, ist das heiß hier. Ja, dann machen wir das so. Gehen wir zum Doc. Okay. Prüfung Nummer 1 habe ich ja geschafft. Hund, arr. Können wir denen einfach das Idol geben? Hallo, ich habe das Idol. Ah, das Idol der vierten Hände. Du bist ein tapferer Bursche. Danke auch fürs Stehlen. Ich gehe da mal wieder, ne? Lass uns mit unserem Grog alleine. Hör schon wieder nochmal rein. Erzähl uns, wie es läuft. Gut läuft's. So, jetzt haben wir noch einen Schwertmeister zu fletschen und einen Schatz zu heben. Das ist alles schwierig. Aber ich weiß noch, wie stolz ich als Kind war, als ich den Schwertmeister zum ersten Mal erledigt hatte. So einfach komplett fernab jeglicher deutscher Syntax gewesen. Mit 7 Jahren. Keine Ahnung, was irgendwelche Witze da bedeutet haben. Aber ich war frühreif, muss ich sagen. Wer mit 6 oder 7 Jahren den Schwertmeister schafft, ne? Gut ab. Hallo. Den Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Schon mal bemerkt, wie ähnlich die alle diese Straßen sind? Ja, jetzt wo ist das? Ah, vielleicht sind wir nur übermüdet. Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. So. Was jetzt hier passiert? Wir müssen lernen. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich schaudere. Also, wir müssen den Schwertmeister jetzt in ähnlicher Manie besiegen. Das Ding ist, wir kennen keine Worte. Wir kennen keine Konter, wir kennen keine Angriffe. Und die müssen wir jetzt alle lernen. So, das heißt, Learning by Losing ist jetzt angesagt. Wir lassen uns einfach von halb Millie Island jetzt verdreschen. Ist auch okay, ne? Ne, Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Mal wieder. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, was für Sätze wir kriegen und dafür die Antworten rausholen. Okay. Du kämpfst hier ein dummer Bauer. Schaschlik haben wir schon. Das hier. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Oh ja? So. Und im Endeffekt heißt in diesem Spiel gewinnen, eigentlich verlieren. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Oh, da warst du also beim letzten Familientreffen. Du bist kein echter Gegner für nur ein geschultes Hirn. Ich bin besser als du. Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Er wird langsam heroisch, habt ihr gemerkt? Ja, also was beim Familientreffen, ey. Wo ist mein Schwert? So. Das ist der Grind, der muss jetzt gemacht werden. Ey, hoffentlich ist es wichtig. Du siehst aus wie der Typ gerade eben. Ah, ich rede anders. Schon gemerkt? Okay, los geht's. So, was haben wir noch nicht? Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn.
Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Ja? Ja, sicher. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Wie passend. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Bam und zurück. Genau so geht das nämlich. So. Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Ich schadere. Okay. Normalerweise müsste man jetzt hier so ein bisschen Buch führen, was man schon gemacht hat. Aber ich versuche das jetzt aus dem Kopf. Wird wahrscheinlich alles nicht funktionieren. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich schadere. Okay, du bist einfach der größte Loser unter dem Himmel. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Bringt mir einfach gar nichts. In Monkey Island 3 haben die das System nochmal recycelt quasi. Aber da war das ein bisschen besser gelöst. So. Da Familientreffen, doch, du hast sie nur nie gelernt. So. Ich glaube, das habe ich noch nicht. So. Ach, die einige Antworten kennt man irgendwie immer noch. Das ist schon witzig. Aber er ist schon stärker als er dafür. An deiner Stelle will ich zur Landratte werden. Oh, nee, er muss dir das Fechten beigebracht haben. Ich mag das System sehr gerne. Naja. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Staubwedel. Ja. Okay. Ja, wir kommen gut durch. Familientreffen mal benutzen. Ja. So. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bin besser. Ach mein Gott, ey. Kannst du auch mal richtig arbeiten hier? Meine Fresse. So. Du bist kein Gegner. Kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ja, vielleicht soll ich es irgendwann mal benutzen. Wie? Außer Repost? Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Na gut, bleiben wir mal einfach hier stehen. Moin. Oi, hoffentlich ist es wichtig. Ich bin Guybrush Shreveport und du bist nicht tödlich. Ting ting. So. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Oh mein Gott, Alter. Kannst du einfach auch... Was ist das hier für eine Nachbarschaft? Alles Loser und ich verliere trotzdem. Doch. Das brauchen wir noch. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Ach Jungs, echt. Ach ja, na gut. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Oh mein Gott, ich bin sogar noch... Selbst ich habe das letzte Mal Monkey Island gespielt, da war ich glaube ich irgendwie 11 oder sowas, ne? Und selbst ich weiß noch, was ich hier antworten müsste. Was ist mit euch eigentlich los, Jungs? Ihr Polygon-Penner hier, was ist denn da nicht? So, moin. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Siehst du, er ist ein King hier. Er kann's. Er ist der Typ, Alter. Er hat auch die Frisur. Irgendwas mit Abtupfen. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ich habe die Manieren eines Bettlers, hat er gesagt. Habe ich natürlich nicht. Okay. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Sage mal, haben wir noch nicht, ne? Aha, da warst du also beim letzten Familientreffen. Ich kann die Antworten noch. Oh mein Gott, ey. Weißt du, andere Sachen sind einfach sofort weg aus dem Hirn, ne? Aber diese scheiß Fechtkampfantworten aus Monkey Island, die kann man noch. Mädel, eine Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Okay. Geschwafel ermüden, das haben wir. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Hattest du das nicht eben getan?
Ach, vor kurzem. Hattest du das nicht vor kurzem getan? Bam, 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 bam. Mit einem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Ja, ich hab... Okay, hab ich's da doch nicht richtig in Erinnerung. Ich schaudere, ich schaudere. Trägst du immer noch Windeln? Ich bin besser als du. Bang! Wo ist mein Schwert? So, Trick übrigens. Die Schwertmeisterin hat andere Sätze. Aber ich muss trotzdem darauf kontern, mit dem, was ich habe. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Ich bin Guybrush Threepwood und du bist des Todes. So. Mit einem Taschentuch... Ach, hast du den Job als Putze gekriegt? So. So war's. Oh ja? Nein? Oh, hast du den Job als Putze gekriegt, ist die Antwort, Bruder. So. Trägst du immer noch Windeln? Ich bin besser als du. So, jetzt langsam sollte ich mal gucken, dass ich hier nur gute Piraten mir reingucke. Und du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, siehste, ich weiß auch nicht mehr alles. Deine Fürchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Doch, doch, du hast sie nur nie gelernt. Wo ist sie denn? Da. Ach, ich finde das System eigentlich ganz geil. Uff, du könntest gegen den Schwertmeister antreten. Nee, mir fehlen noch ein paar Antworten. Was willst du, du Dreckschrummer? Alter, je weniger die auf dem Kopf haben, desto schlechter sind die, habe ich eigentlich das Gefühl. Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Auf geht's. So, mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Bin besser als du. Guck mal, mein Überbiss. Und meine Ohrringe, Alter. Guck mal, ich bin Kerl, ich hab Ohrringe. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, ja, ja. Familientreffen. So, das haben wir noch nicht, glaube ich. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Und du wirst deine rostige Klinge nie wiedersehen. Huhuhu! Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Ist so schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Habe ich das schon? Ja, stimmt das? Na gut. Aber das kann ich sicher kontern. Du kämpfst wie ein dummer Bauer, Alter. Basics. Nö. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Tut mir leid. So einen fetten Diss kriege ich einfach auch nicht gekontert. Was willst du, Dreckschrubber? Ja, wir sind alle des Todes. Jeder kennt dich hier als unerfahrener Dummkopf. Jetzt antwort bitte. Ach komm, Bruder. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Oh, er ist einfach auch frisch vor der hier, ne? Okay. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Ich schaudere. Direkt Triple, Alter, ne? Wer kommt denn da zurück? Komm zurück, komm zurück. So, weg. Dreckiger Pirat, stinkender Pirat. Nee, ich will einen extrem blutrünstigen Mörderpiraten haben jetzt, bitte. Hässlicher Pirat, dreckiger Pirat. Können wir mal einen guten Piraten haben hier, bitte, auf der Main Map? Ist das mal in Ordnung? Einer, der mich einfach auch komplett zerreißen könnte, wenn er wollte? Ich schneide dir deine Eier weg. Ja, ja. So. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Ach, Junge. Er schaudert auch. Ich weiß auch nicht, wie viele Antworten es gibt. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Oh ja? Dich kennt einfach niemand. So. Pass auf.
Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wenn ich den jetzt damit roaste, dann ist vorbei. Ich könnte nicht gegen den Schwertmeister antreten. Das reicht noch nicht. Blutrünstiger Pirat. Ich will den Blutrünstigen. Da ist er doch. Bist du blutrünstig? Oder bist du hässlich? Oder, weiß nicht, dreckig oder was auch immer. So, mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Ach, komm jetzt. Doch, doch, du bist kein echter Gegner. Jeder kennt dich doch hier als unerfahrenen Dummkopf. Komm jetzt, du hast doch eine Antwort für... Ach, mein Gott. Kann ich eigentlich auch aufgeben, wenn ich in der Überhand bin hier? Ich gebe auf, du gewinnst. Du hast zwar vielleicht eigentlich verloren, aber okay, von mir aus gewinnst du. Also blutrünstig ist auch nicht gut. Dreckig ist vielleicht in Ordnung, komm. So. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Jetzt kommst du mit. Wieso hat niemand die Antwort da drauf? Ich kenne die Antwort. Ah. Also hast du doch den Job als Putze gekriegt. Und irgendwo gibt es auch eine Antwort, die da heißt, ne? Warte mal, wie wäre es eigentlich, wenn ich mich von ihm nochmal angreifen lasse? Jeder, ich mach nochmal den unerfahrenen Dummkopf hier. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Ja, endlich mal was Neues hier. 5 Minuten her. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Ja, ja, Familientreffen. Aber ich guck mal, ob der einen neuen Diss für mich hat. Damit ich dann eine neue Antwort lernen kann. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Alter. Das hab ich... Er hat einfach meine Beleidigung genommen, weil er weiß, dass ich nichts dagegen machen kann. Dann mach mit diesem Taschentuch nicht... Taschentuch? Staubwedel? Das ist nicht weit auseinander. Na gut. Nix. April, April. Mal wieder verloren. Ist okay. So. Hässlicher Pirat. Her damit. Piraten aufzuhalten. So. Jeder kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Oh, zu. Oh ja. Ich will. Oh, du schimpfst dich einen Piraten? Was ist los? Gerade erst aus dem Grundkurs gekommen? So, und jetzt gibt man eine neue Beleidigung. Ey. Wollt ihr mich hier verarschen? Zu schade, dass dich überhaupt niemand... Ach so, ich hab das schon... Gott, ey, wie peinlich. Ich hab das schon. Ich hab jetzt einfach nicht drauf geachtet. Junge, bist du hässlich. Ich weiß, dass es nur einen Spruch mit Naseborn gibt. Den würde ich gerne haben. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Vielleicht solltest du es dann... Da. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. Ja. Ich glaube, es ist nur noch eine Antwort, die uns fehlt. Ich habe natürlich... Ja, ja, geh aus dem Weg und schneid dich gleich gut. Ich schmeiß dich gleich raus. Kämpfst wie ein dummer Bauer, Bruder, weißt du das? Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Tanz. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Ja, ja. Ich will eine Beleidigung noch haben. Eine fehlt mir. Das. Zwei fehlen mir noch. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Ja, ja, ja. Das war irgendwas mit dem Atem. Das war was mit dem Atem. Oh, Leute, einfach hier heute den halbstündigen Superfechtkurs, ne? Aber... Nee, 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 nee. So. Menschen fallen mir zu Füßen.
Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Ich schaudere, ich schaudere. Ja. Der Rest kann mir egal sein. Du kennst wie ein dummer Bauer. Mach mal. Selbst das kann er nicht. Ich meine, mit was für Dilettanten habe ich sie eigentlich zu tun? Trägst du immer noch Windeln? Ach, habe ich dafür eine Antwort eigentlich? Nee, oder? Ah. Oh, du könntest gegen... Nein, ich will nicht gegen den schweren Meister antreten. Ja, ja. Kann ich anfangen? Trägst du immer noch Windeln? Wieso? Die könntest du viel eher gebrauchen. Okay, gut. Hatte ich auch noch nicht. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich... Ja, aber nicht bevor sie deinen Atem riechen. Habe ich das schon? Oh ja, ich bin besser als du. Trägst du immer noch Windeln? Das ist mein Spruch, Bruder. Das ist mein Spruch. Das habe ich gerade gebracht. Wieso? Die könntest du doch viel eher gebrauchen. Bam. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du doch den Job als Putzer gekriegt. Gut. Das brauche ich noch. Zwei Sachen noch. Zwei Stück. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. That's what she said. Auch bevor sie deinen Atem riechen? So, und jetzt kommt das mit dem Nasebohren, bitte. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Was war da denn noch? Und du wirst deine rostige Klinge nie wiedersehen. Aber eigentlich will ich ja nicht verlieren. Ja, Scherschlick. Ich bin besser als du. Gibt es hier nicht so super geile Piraten? Geschultes Hirn, ja, ja, komm. Blutrünstige Piraten, das klingt einfach immer so gut, aber im Endeffekt sind die ja nur blutrünstig, weil die keine andere Wahl haben. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja komm, jetzt gib mir den Popelspruch. Deiner Stätte würde ich zur Randratte werden. Ja, hab ich. Wo war das vor kurzem getan, war das, ne? Hattest du das nicht vor kurzem getan, Brudi? Ja, hier, guck mal. Ich habe mein Schwert direkt vor deine Plauze. Ich kenne einige Affen. Familientreffen. Ja, ja. Deine Fuchtelei hat nichts damit zu tun. Doch, doch, du hast sie nur nie gelernt. Ja. Es sind ja nicht viele Sachen. Es fehlt mir einfach nur noch eine einzelne Antwort. Ansonsten könnte man es auch ohne versuchen. Ich würde eigentlich... Landratte, dummer Bauer, haben wir alle schon. Was für ein Schwächling! Was ist los? Gerade erst aus dem Grundkurs? Oh, mein Bruder, ey. Ja. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ja, mein Gott. Es fehlt uns einfach eine Antwort. Und ich versuche sie gerade abzugrinden hier. Ja, komm, beleidige mich. Gib mir alles, gib mir Tiernamen. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ja, das ist genau der Jam, den ich brauche hier. Genau das Taschentuch ist mir egal. Job als Putze, du hast gewonnen. So. Er ist es, Dreckschrubber. Ich bin Guybrush Threepwood und du?
fragst mich jetzt über meine Narbe. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Oh, mal wieder in der Nase gebohrt, ne? So, jetzt hab ich alle. Jetzt bin ich ziemlich sicher. Scheiße. Ich hab nicht alle. Den hatte ich noch nicht. Na, ja, ist egal. Ich gebe auf, du hast gewonnen. So, noch einer. Ah. Das ist aber eigentlich geil, ne? Also, niemand will mich verlieren sehen. Auch du nicht. Oh mein Gott. Ich sag ja, je weniger Haare, desto weniger Skill mit dem Schwert. Guck mal, ich hab ihn eigentlich jetzt schon halb tot und sage, ich gebe auf, du gewinnst. Das ist schon ein richtig massiver Disrespect-Move hier. So, warte mal. Niemand will mich verlieren sehen. Auch du nicht. Ach. Die haben einfach alle keine Antworten. Den mache ich noch. Dann sind wir für heute durch. Dreckiger Pirat. Nee, dreckig, hässlich, blutrünstig. Oh. Wie wäre es mal mit Steigerungsadjektiven? Extrem blutrünstig oder sowas. So. Niemand will mich verlieren sehen, auch du nicht. Du kannst so schnell davonlaufen. Okay. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass wir durch sind. Jetzt haben wir alles. Jetzt könnten wir gegen den Schwertmeister antreten. Aber nicht jetzt, sondern demnächst. Oder beim nächsten Mal. Ja, tschüss.